Wie heißt das so schön? Du ziehst das Let's Play in die Länge. Ciao Minecraft, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft City. Heute mal wieder mit ein bisschen Technik und weniger Bauen. Außerdem hier mit einem Grow-Head. Panda auf dem Kopf. Ich habe mir inzwischen ein neues System ausgedacht, mehr oder weniger, für meine Energieversorgung in meinem Modern House. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie das hieß, wie Brandalloy. Und zwar werde ich einfach alles mit Ender oder so ziemlich alles mit Ender IO machen. Dazu brauche ich noch Conduitbinder. Und da gibt es nämlich auch ganz interessante, warum gerade ein bisschen Leck gehabt. Jetzt machen wir erstmal ein paar Kabel, weil ich habe da schon was vorgebaut und da habe ich gemerkt, wenn ich das so baue, wie ich das plane. Hallo? Ich habe gerade nur 20 FPS. Dann reichen meine Kabel nicht, die sind zu low. Also die können dann gar nicht die ganze Energie transportieren. So. Electrical Steel haben wir auch gemacht. Und jetzt machen wir uns noch ein paar Solar. Was ist denn hier los? Gibt's ja nicht. Dauert alles viel zu lang hier. Dann machen wir nämlich gleich noch ein paar Solarzellen. Beziehungsweise, wie hießen die hier? Photovoltaic Cell. Produzieren 10 RF pro Tick. Nachts leider nichts, aber das ist eigentlich egal. Weil ich glaube, wir kriegen genug Energie von dem Zeug. So, die starken Kabelhammer. Ich wollte noch irgendwas. Den Rest habe ich, glaube ich, schon in meiner Kiste hier drin. Nämlich die Capacitor Bank. Genau. So, und dann hat uns Mavia hier so zwei Bücher spendiert. Oh nein. Was ist das? Da steht einer. Ja. Mavia, hallo. Hi. Der hat uns hier zwei Bücher spendiert. Die sind direkt verlinkt. Zwischen meinen zwei Basen. Basen. Sonst kriege ich wieder einen Anschluss von Mavia. Und da ist ein bisschen das Hin- und Herspringen etwas einfacher. So, wir hatten letztes Mal hier schon Kabel verlegt. Die muss ich jetzt nochmal abreißen, damit ich die teuren Kabel da platzieren kann. So, und dann platzieren wir die hier. Die können, was haben die? Ich glaube 20.000 RF pro Tick transportieren. Ist natürlich ein bisschen mehr wie bisher. Und dann, geht es hier in die Capacitor Bank. Wo ist meine Kiste? Da. Die steht auf der Kiste. Ja, ja, Kiste auf der Kiste. Und dann platzieren wir hier noch ein paar. Oh, ich habe mich verrechnet. Ich hätte noch viel mehr von denen gebraucht. Von den Kabeln? Nee, von den Capacitor Banks. Also. Das ist ja ein 3x3x3 und nicht ein 3x1, 3x3x1. Na egal. Stimmt. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus hier. Aber warte mal, wir machen das ein bisschen hübscher. So. Gehen jetzt schon mal 9 Millionen RF rein. Das ist schön. Dann machen wir hier noch ein paar Fassaden dran, damit es nicht ganz so hässlich aussieht hier.
Hast du davon auch noch was angesammelt, maybe? Ah ne, liegt in der Kiste. Doch, ein Block hast du noch eingesammelt. Nein. Doch. Nein. Dann muss er auf dem Dach liegen. Ja. Ah ja, da ist er. Siehst du? Na, bei dir weiß man nie. So. So, Kabel in der Wand versteckt, das ist sehr gut. Und hier seht ihr schon das Solarpanel Array, was alles hier zusammenläuft. Das Gute ist, sobald man die nebeneinander platziert, brauchen die keine Kabel mehr. Das funktioniert dann als ein System. Das hat Mavi herausgefunden. Weil sie sich bei mir in meinem Texturpackage bzw. ohne Texturpackage problemlos verbinden. Bei dir scheint das ja anders zu sein. Ja, ihr seht es hier zum Beispiel. Ich habe hier außen eine dunkle Linie und zwischen den Panels ist eine helle Linie. Und wenn ich die wegmache, verändert sich die helle Linie, die dunkle Linie. Ich könnte zum Beispiel hier mal eins hinsetzen. Jetzt haben wir hier die dunkle Linie außenrum und wenn ich den jetzt hier noch in der Mitte setze, dann ist die Linie ganz außenrum. Also es lässt sich bei mir auch erkennen, das war nur am Anfang für mich nicht ganz ersichtlich. Ja, dann. Weil ich zum Beispiel gedacht habe, dass die hellen Linien in der Mitte auch weg wären und es eine große Struktur gibt. So, jetzt haben wir hier einiges an Strom. Haben sogar noch ein paar Kabel über. Und ja, die Bank, Capacitor Bank, füllt sich jetzt natürlich nicht, weil kein Tag ist. Aber es ist nicht ganz so wild. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück und mache nochmal so ein paar Capacitor Banks. Ich habe 9, das heißt, ich brauche noch 18 Stück. Da braucht man Gold Nuggets. Dann braucht man Copper. Nehmen wir mal den Copper hier. Und Redstone. Erstmal. So, jetzt haben wir 41 von den Teilen. Dann war es, glaube ich, wie hast du gesagt? Iron. Iron, ja. Iron. Eier werden mir jetzt lieber so gebraten mit Spinat und Bratkartoffeln. Aber man kann ja nicht alles haben. So, was habe ich gesagt? 18 brauche ich. Kann sein. Dann muss ich ja noch mehr von den Teilen machen. Und fehlen mir noch ein paar Nuggets. So. Und Kupfer. Haben wir hier noch? Was ist das? Bronze. Kupfer und Redstone. Ja, von den Basic Capacitoren brauchen wir sowieso einige. Die sind immer schnell gemacht, glücklicherweise. Genau. So, 8 brauchen wir noch. Redstone. Ich nehme mal die Capacitor hier raus. Nicht, dass der mir zu viele macht. Von den Capacitor Banks. Und Iron. Iron. Es wird. Dann bräuchte ich 64. Ne, 18. Ah ja, passt. Gut. Springen wir hier nochmal durch die Zeit. Zeit und Raum. Genau. So. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. So. 27 Millionen RF passen da jetzt rein. Respekt. Sind halt die ganz billigen Capacitor Banks, aber ja, ist mir eigentlich relativ egal. Erstmal
Aber das ist ein ordentlicher Energiespeicher. Jetzt wird es auch wieder Tag. Das heißt, ich kann euch gleich nochmal zeigen, wie das mit den hier Solarzellen aussieht. Effektivität 47, weil die Sonne noch nicht richtig weit oben steht. 53. Produce power during daylight hours must have a clear line of sight to the sky. Ja, haben wir ja. 60%. Bin mal gespannt, wenn die Sonne oben steht, wie viel Strom unten ankommt. Es können maximal 640 RF pro Tick sein, weil du 64 hast. 100% sind das genau. 640, weil jeder maximal 10 RF produzieren kann. Jo. So, und geplant ist eben, dass hier ja, das ganze Dach damit ausgekleidet wird. Und dann sollte das auch ausreichend sein für meine Basis hier. Hoffe ich mal. Wenn nicht, muss ich halt doch nochmal mit einem, was weiß ich, mit irgendwas meinen Atomreaktor anzapfen. So, wir sind bei 448 RF pro Tick. Das müsste eigentlich gleich noch steigen. Wie kann ich denn das Layout von der Capacitor Bank ändern? Oder geht es gar nicht? So, jetzt sind wir bei 512 RF pro Tick. Wie machst du das? Leere Hand, Shift-Rechtsklick. Ah, okay. Okay. Aha. Und wenn ich einen Output habe, kann ich den wahrscheinlich auch noch irgendwo anzeigen lassen, oder? Nee, das wird insgesamt verrechnet. Du hast momentan 576 RF pro Tick. Ah, okay. Einkommen. Wenn ich 100 verbrauche, dann sind es halt nur 456. Genau, und sobald du 1000 verbrätst oder 1076 sind es dann 500 minus out 500. Okay. Das wird dann in Rot angezeigt. Und die Bank rechnet halt insgesamt in Netto. Netto, nicht in Aldi. Nee. In Pretto, Nutto. Okay. Gut, warum habe ich noch keine 100%? Ja. Sonne ist noch nicht ganz oben. Ah, die haben 93% ihre Effektivität. In 2 Minuten oder so ist Mittag. Moment, hier machen wir mal noch kurz was anderes. Dann setzen wir die Türe mal in die Mitte vom Raum. Ein bisschen schöner. So, komm, 100%. 4 Millionen RF habe ich schon. Jetzt ist Effizienz 100%. 630. 640 RF pro Tick. Maximum erreicht. Und 4,3 Millionen RF haben wir gleich in der Bank drin. Ist schon sehr gut. Wo ist meine Kiste? Ah, da. Da schmeißt man nämlich den Rest rein, was wir hier gerade nicht an Material gebraucht haben. Dann braucht man da schon keinen Strom. Was machst du hier? Hast du hier gerade einen Block weggemacht? Nope. Nichts. Ja. Aufpassen. Ich bin nicht verdächtig. Pass auf. Zapfst bestimmt irgendwo Strom ab. Ja, klar. Weil ich selber keinen Strom habe, da muss ich bei anderen klauen. Ja, das denke ich mir. Ja, gut. Das war's von der heutigen Folge Minecraft City.
In der nächsten Folge werde ich dann hoffentlich hier noch ein ME-System anbauen. Es wird direkt das nächste sein, das kommt in den Raum hier. Und ja, dann können wir endlich von hier aus auch craften und Zeug machen. Und Autocrafting kommt da natürlich auch rein, Mavia. Ich wollte gerade schon sagen, Autocrafting. Ja, nervt mich schon die ganze Zeit damit. Ich werde es machen, versprochen. Es dauert nur alles bei mir ein bisschen länger. Ja, weil du immer alles per Hand machst, deswegen. Ja, eben. Aber gut, Ding will Weile haben. Wie heißt das so schön? Du ziehst das Let's Play in die Länge. Ciao Minecraft, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.